Solide in schwierigem Umfeld, so fasst Airbus-Chef Faury die Ergebnisse von Europas größtem Luft- und Raumfahrtkonzern für 2022 zusammen. Immerhin 4,2 Milliarden Euro Gewinn verbuchte der Konzern. Allerdings hatte Airbus auf deutlich mehr gehofft. Doch das Unternehmen hat Probleme mit seinen Zulieferern, die mit den Folgen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg zu kämpfen haben. Dieses Flugzeug ist schon fast fertig. Ein neuer A350 Langstreckenjet rollt aus den Hallen von Airbus in Toulouse heraus. Hier in der Endfertigung werden alle Teile zusammengesetzt. Auch diese Tragflächen, die am Airbus-Standort in Bremen montiert wurden. Vor der Corona-Pandemie wurden so 10 Flugzeuge dieses Typs pro Monat hergestellt. Aktuell sind es 6. Eine große Herausforderung für uns und die gesamte Industrie sind die Lieferketten. Wir sind mit unseren Zulieferern darüber in ständigem Austausch. Airbus verbaut in seinen Flugzeugen Teile von mehr als 10.000 Zulieferern aus der ganzen Welt. Durch Engpässe bei Personal oder der Logistik werden die komplexen Lieferketten unterbrochen. Airbus fehlen elektronische Teile oder Rohmaterialien. Bei der Jahrespressekonferenz in Toulouse heute kündigte Airbus daher an, die Produktion langsamer hochzufahren als geplant, zum Beispiel bei der meistverkauften A320-Baureihe des Konzerns. Nach jahrelangen Steigerungen musste der Konzern seine Flugzeugproduktion mit der Corona-Pandemie deutlich senken. Seitdem erholt sie sich nur langsam. Mit 661 ausgelieferten Flugzeugen blieb sie letztes Jahr hinter den Zielen zurück. Dieses Jahr will Airbus 720 Flugzeuge produzieren. Für 2023 haben wir uns Ziele gesetzt, die kompatibler sind mit der Situation, in der wir uns befinden. Und gleichzeitig auch realistischer und bescheidener. Wir entwickeln uns nur halb so schnell, als wir das noch vor einem Jahr erhofft haben. Den Produktionsschwierigkeiten zum Trotz, die Nachfrage nach Flugzeugen hat inzwischen wieder deutlich zugelegt.